Und damit herzlich willkommen zu The Mighty Quest of Epic Loot, Closed Beta. Ja, seit langer Zeit mal wieder ein ordentliches Video hier. Und jetzt zu Weihnachten haben wir uns gedacht, machen wir doch auch gleichzeitig ein kleines Gewinnspiel. Ja, wie ihr seht, The Mighty Quest of Epic Loot. Ich habe ein Beta-Key zu verschenken, jetzt zu Weihnachten, genau. Ihr könnt dieses Spiel, was ich euch jetzt nochmal zeigen werde, antesten, beziehungsweise ihr bekommt es, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmacht. Dazu einfach eine E-Mail an pumfas@gmx.de schreiben mit Betreff Gewinnspiel und vielleicht kurz reinschreiben, warum ihr es unbedingt haben wollt. Das Gewinnspiel geht bis zum 31.12.2013. Und ihr könnt nicht nur ein Beta-Key für The Mighty Quest of Epic Loot gewinnen, sondern auch als zweiten Platz, sage ich mal so, ich werde zwei Leute rauslosen, ein Skin, ein Überraschungsskin bei League of Legends gewinnen. Also, mitmachen lohnt sich, für wenn ihr natürlich nur für The Mighty Quest dabei seid und kein LoL spielt, könnt ihr auch dazu schreiben, dass ihr nur dafür angemeldet sein wollt. Beziehungsweise anderweitig, wenn ihr den Beta-Key nicht haben wollt, schreibt ihr für LoL nur rein. Okay. Kurz alles angeredet. Alle wichtigen Sachen werden auch noch in der Beschreibung stehen. Und dann zeige ich euch ganz kurz einmal dieses Spiel. Ja, ich bin ein Bogenschütze, es gibt ja noch den Schwertkämpfer. Und ja, oh, was ist das denn? Viel Chat. Das ist viel zu viel Chat, genau. Ich gehe mal ganz kurz in mein Schloss. Boah, was soll ich denn noch Schönes? Kurz nochmal in mein Schloss zurück. Wo war denn das nochmal genau? Entschuldigung, hab's ein bisschen. Genau, da ist mein Schloss. Ist ein paar Tage her, dass jetzt mein Schloss. Weil ich hier ein bisschen weihnachtlich bin. Ja. Kurzes Thema zum Mighty Quest of Epic Loot. Ihr müsst gegnerische Burgen übernehmen. Und gleichzeitig eure Burg gut genug verteidigen, dass keiner bei euch durchgehen kann und hier hinten die Truhen plündern kann. Ja, hält auch wieder hin. Für 950. Yay! Oh, ich hab eine neue Fähigkeit. Froschschuss. Schießt eine Kreatur, das ja, nehmen wir mal mit. Statt den hier. Gut. So. Jetzt sagen wir mal so, dann greifen wir mal ganz kurz was an. Nehmen wir mal. Das sieht hier gerade schön aus. Ach, guter Hund, sieht gut aus. Nehmen wir mal mit. Steuerung, jetzt normal über WASD. Ja. Oh, sogar alles recht schneeig gehalten. Schön. Oh, wie schön. Santa Claus ist coming. Mit rechts hier greift ihr an. Oder wie links. Ja. Ich schätze mal, dass hier sind. Was sind das? Oh, das ist gar nichts. Das ist einfach nur Brücke. Schön. Wow. Ich hoffe, dass ich den Schuss schon rauskriege. Was ich natürlich schätze, ist, dass ich eh früher oder später wieder schlechter weiß, als ich den anderen schenke. Wow. Das wäre natürlich dann auch schön, wenn ihr dann zum Schluss, wenn ihr den Beta-Key gewonnen habt, ein Video darüber macht, wie euch bedankt oder ähnliches. Aber dazu erst später.
da haben wir es doch sogar schon. Yay. Ja, es ist halt nur ein kurzer Einblick hier am Schluss, könnt ihr halt noch sagen, wie gut ihr die Burg fandet, kriegt ihr vielleicht noch Belohnung von Münzen. Mit den Münzen könnt ihr dann halt wiederum in eurer Verteidigung, also in eurer Burg, in eurer eigenen, alles aufwerten, das heißt, man kann in der Werkstatt, kann man halt, die Werkstatt, dafür, da sind Arbeiter, sag ich mal so, drin, und danach wird entschieden, welche Aufgabe ihr machen könnt. Gleichzeitig zum Beispiel Architekturbüro, dann sag ich mal, baut mir noch eine Mine hier, Lebenskraftmine, brauchen auch immer mal wieder. Das ist hier hin. Und dann über hier nochmal ein Architekturbüro bauen, eine Goldmine. Und da hat man's. Ich kann halt nur zwei gleichzeitig machen. Helmkönig, da kann ich halt aufwerten. Das Problem ist, dass ich ihn halt, ne, gerade nicht genug Erfahrung habe, um ihn aufzuwerten. Fehlt mir halt noch ein bisschen, sieht man ja hier. Was haben wir denn noch? Tränkebrauerei. Tränke brauen. Man braucht nämlich auch mal ein paar Tränke. Zum Beispiel, ich bräuchte jetzt mal hier wieder ein paar neue. Das heißt, hier mal ganz kurz kaufen. Und dann passt das. Ich habe hier neue Handschuhe gefunden. Ja, Gesundheit ist weniger, das ist blöd. Und ich bin nämlich schon in einem legendären Ring, was ich sehr cool finde. Armbrust sind auch nicht alle gerade so krasse. Gerufen wir mal hier. Ich glaube, das ging auch über. Genau. Umschalt. Kann man es auch verkaufen. Genau. Dann haben wir hier unten noch die Schmiede, wo ich mir selber meine Rüstung herstellen könnte oder was auch immer. Aber ich bräuchte eine Klasse 3 Schmiede. Das heißt, ich müsste erstmal hier auf Schmiede gehen und upgraden. Machen wir doch mal 1000 Schmiede. Beschwörungsprogramm. Da kann ich dann meine eigenen Kreaturen hier auf dieses Feld rufen. Zurzeit habe ich auch schon 115 von 115 Einheiten hier drin. Ich könnte jetzt noch ein Gebäude hier reinpacken. Und meine Einheiten verbessern, wenn ich es könnte. Dafür müsste ich das Forschungslabor aufwerten. Brauche ich 1500, habe ich jetzt natürlich nicht mehr übrig. Cornelius Warenhaus. Achso, genau. Damit kann man sich so Skins, sag ich mal, für die Rüstung, für die Bogen kaufen. Und hier ein paar Kostüme, wie ich zum Beispiel hier oben die Flügel habe. Und Sachen kann man auch wieder zurückkaufen. So, hab ich noch was zu sagen? Ah, Kampflocke. Sieht man natürlich nichts, weil ich das letzte Mal ein bisschen länger her online war. Hier haben wir noch ein paar Aufgaben, die man erledigen muss. Ein paar Hauptquests. Und was haben wir jetzt hier nochmal im Inventar? Bäume. Was haben wir da Schönes? Ich könnte mich theoretisch hier noch was dran setzen. Was setze ich hier oben? Da setze ich was dran, das sieht gut aus. Setzen wir einfach mal ganz blöd das Gebäude hier so. Bam. Oh. Nur ein Erfolg erreicht, schön. Ne, jetzt habe ich hier halt noch einen weiteren Raum, könnte halt wieder Einheiten reinsetzen, aber muss ich meinen Burg besser wenn hier bestimmt brutal aufwerten. Ja, aber genug dazu gesagt, ihr den Rest sollt ihr selber herausfinden. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, nicht vergessen, E-Mail schreiben an tonwasser@gamex.de mit kurzen, in der Beschreibung reinschreiben, Gewinnspiel. Und reinschreiben, ob ihr League of Legends oder wenn man die Quest oder beides oder warum ihr es haben wollt und so weiter und so weiter und so fort. Wie gesagt, bis zum 31.12. Und dann kommt ein weiteres Video, wo ich den Gewinner bekannt gebe. Ich werde auch noch dem Gewinner eine E-Mail schreiben. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!